Sag mal, was ist eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk los? Hier gibt es scheinbar total verrückte Köpfe. Die eine frönt hier dem liebsten Hobby der Deutschen, nämlich dem Boykottieren. Und die andere wittert hinter jeder Aussage gleich nationalsozialistisches Gedankengut. Also, was da überhaupt los ist, müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder Warum Punktkritisch. Mein Name ist Lil. Man muss sich wirklich die Frage stellen, was ist so in dem ein oder anderen Kopf beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk denn los? Es handelt sich hier um zwei Moderatorinnen. Die eine arbeitet für den SWR und die andere fürs ZDF, kennt ihr alle. Die eine ist Selin Fares, vielleicht nicht jedem so sehr bekannt, aber die Dame vom ZDF kennt ihr alle, das ist Dunja Hayali. Und wir fangen mal mit der ersten Jüngeren an. Das ist Selin Fares, wie gesagt, sie arbeitet für den SWR und sie hat tatsächlich hier zu einem Boykott aufgerufen. Es scheint ja so zu sein, dass irgendwelche Produkte zu boykottieren einer der neuesten, liebsten Hobbys von verschiedenen Deutschen ist. Insbesondere hier die Linken und die Grünen, die haben ja schon Ende letzten Jahres war es hier öffentlich zum Boykott aufgerufen. Und zwar gegen Müllermilchprodukte und Landliebe. Ne? Warum? Weil halt eben seinerzeit Theo Müller es sich erdreistet hatte, sich mit Alice Weidel zu treffen. Und es gab dann auch eine Online-Petition, die ist gestartet am 4. Februar diesen Jahres, wo es halt eben darum geht, du kannst eine Unterschrift leisten, wenn du magst, um halt eben auch gegen diese Müllermilch-Geschichte hier zu boykottieren. Und diese Online-Petition hat allerdings mittlerweile erst, das habe ich aufgeschrieben, 230 Unterschriften für sich gesammelt. Notwendig sind allerdings 50.000, damit der Bundestag sich überhaupt mit dieser Petition halt eben befasst. Da geht es ja auch darum, halt eben öffentlich für ganz Deutschland Müllermilchprodukte zu boykottieren. Diese Online-Petition hat im Übrigen veranlasst eine Viktoria Liebrecht aus Frankfurt. Und darüber hinaus gab es ja auch noch einen Nettokunden, der verglich Müllermilch direkt halt eben mal mit Hitler. Man glaubt es kaum. Also die Menschen sind irgendwie ein bisschen verwirrt, oder? Und natürlich musste sich unsere Innenministerin Nancy Faeser seinerzeit auch melden, denn sie rief natürlich die Wirtschaft zum AfD-Boykott auf. Also es boykottiert hier das ganze Land. Und Selin Fares, sie hat auf ihrem Instagram-Kanal ein Video hochgeladen. Und zwar ging es um folgende Geschichte. Sie sagte, Alpro-Milch sei so ihre Lieblingsschokoladenmilch. Irgendwie haben die Herrschaften es gerade irgendwie mit Milch, ne? Jedenfalls diese Alpro-Milch, was ja eigentlich gar keine Milch ist, ne? Da gibt es ja Hafer und Mandel und hast du nicht gesehen. Alles super ungesund, aber macht ja nichts, ne? Bisschen Chemie im Kopf macht wahrscheinlich noch ein bisschen wirrer. Auf jeden Fall hat sie gesagt, das sei eigentlich ihre Lieblingsmarke, aber sie hatte dann eine App in ihrem Handy, die heißt No Thanks und damit kann man sofort feststellen, ob die Firmen, die diese Produkte halt eben hier produzieren, ob die in irgendeiner Weise etwas mit Israel zu tun hat. Und sie war dann ganz entsetzt darüber, dass Alpro ja von Danone produziert wird und Danone geht ja gar nicht, denn die unterstützen ja israelische Start-ups. Und das zeigt hier also diese tolle App an, mit dem Namen No Thanks. Und sie sagt, sie findet es absolut richtig, dass man ab sofort keine israelischen Produkte mehr hier bezieht, beziehungsweise auch alle Firmen boykottiert, die in irgendeiner Weise Israel beziehungsweise israelische Firmen und Start-ups hier unterstützen. Selin Fares bezeichnet sich auf ihrer Webseite als Journalistin, Aktivistin, Moderatorin, Podcasterin und Psychologin im Bereich der Wirtschaft. Wahrscheinlich hat sie irgendwann mal Wirtschaftspsychologie studiert, ein super wichtiges Fach, wie wir alle wissen. Aber gut, sei es drum. Und sie schreibt auch auf ihrer Webseite, durch Instagram und Reportagen möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass Menschen in Zukunft nachsichtiger, vorsichtiger und liebevoller mit ihren eigenen und fremden menschlichen und natürlichen Ressourcen umgehen. Ja, aber liebevoller ist der Aufruf, israelische Produkte oder Firmen hier zu boykottieren, weiß Gott nicht, oder? Wie seht ihr das? Und der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, das ist der Grünpolitiker Thomas Beck, der hat sich darüber tatsächlich auch echauffiert. Und Fokus schreibt, dass er ein Interview der Bild gegeben habe und dort hieß es,
Mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag halte ich so eine antisemitische Boykotthaltung für nicht vereinbar. Darüber hinaus hat sich der Grünen-Politiker bereits schriftlich an SWR-Intendant Kai Gnifke gewandt. Ob das Video Konsequenzen für Fares hat, ist bisher noch nicht bekannt. Nach Informationen von Fokus bzw. Bild will sich der SWR erst frühestens, also am heutigen Montag, dazu äußern. Bisher gibt es noch keine Informationen. Ich habe alles recherchiert. Vielleicht kommt es gegen Abend noch. Und das ist natürlich schon richtig krass, dass hier eine Moderatorin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufruft, israelische Produkte nicht zu kaufen mehr. Denn das ist eigentlich nicht vereinbar mit der Haltung von Deutschland. Kommen wir nun zu der zweiten Moderatorin, die auch scheinbar ein bisschen verwirrt im Kopf ist und die irgendwie Probleme damit hat, dass sie hinter jedem, unter jeder Aussage tatsächlich sowas wie nationalsozialistisches Gedankengut hier vermutet. Sie hat über Twitter geschrieben, musste lange durchatmen, aber Twitter ist kaputt. Hier geht es vor allen Dingen um ihren Angriff auf Elon Musk. Dafür hält sie zwei Gründe parat für uns. Und zwar einmal, dass Elon Musk sich hier in irgendeiner Weise angeblich unkritisch zu der ganzen Geschichte um Björn Höcke hier auszeichnet. Und zum Zweiten, weil er ein Produkt einführt zu einem Datum, was sie ganz verrückt machen lässt. Und zwar wirft Dunja Hayali dem südafrikanisch-amerikanischen Elon Musk vor, dass er die Frage gestellt hat, wieso ist das denn schlimm, alles für Deutschland? Das könne er gar nicht verstehen. Sie wirft ihm vor, dass er weder sprachlich noch rechtlich sich in Deutschland hier auskennen würde. Aber hey, meine Lieben, alles für Deutschland. Wer von euch wusste zuvor, dass das ein ehemaliger Nazispruch ist? Jetzt wird natürlich gesagt, okay, Björn Höcke hätte das wissen müssen, denn er unterrichtet ja halt eben Geschichte. Aber Dunja Hayali sagt, Elon Musk hätte das auch wissen müssen. Also das ist schon mal das eine, dass sie ihn deswegen halt eben in die Nähe von Nationalsozialisten hier rückt. Und der zweite Grund ist wirklich richtig krass. Es handelt sich hier um eine Produktneueinführung von Tesla. Das ist das Robotaxi, irgendwie das erste fahrerlose Vehikel, was Tesla hier rausbringt. Und wann? Am 8.8.2024. Und diese 88, das sei doch wohl ein Neonazi-Zeichen. Denn die 88 stünde für die Abkürzung letztendlich oder ist eine Abkürzung für Heil Hitler. Und auch das findet Dunja Hayali erschreckend. Also Elon Musk, so ist sie der Meinung, habe wohl ganz bewusst dieses Datum gewählt, um diesen Robotaxi halt eben hier vorzustellen. Also das ist doch totaler Schwachsinn. Und man muss ganz ehrlich sagen, sie hat tatsächlich dafür auch schon im Netz beziehungsweise bei X, ehemals Twitter, komische Kommentare bekommen. Ne? Einer schrieb zum Beispiel, da sind sie aber jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch unterwegs, oder? Kann man tatsächlich so sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Tweet von Dunja Hayali, also gerade halt eben auch Elon Musk, hier vorzuwerfen, dass er nicht wusste, alles für Deutschland, dass es halt eben eine Nazi-Parole ist und dass er ausgerechnet am 8.8. eine Produkteinführung hier bringt. Irgendwie ist die auch ein bisschen verrückt, oder? Wie findet ihr das? Also wir können einfach mal so festhalten, die beiden Damen sind ein bisschen verwirrt. Vielleicht ist das Ganze auch damit in Verbindung zu bringen, weil der öffentliche Rundfunk ja jetzt doch ein bisschen unter Beschuss steht. Ne? Die haben ja lange Zeit die Füße nicht nur stillgehalten, sondern sie haben ordentlich mitgemacht bei der Berichterstattung oder der unkritischen Berichterstattung während der ganzen Corona-Pandemie. Man weiß nicht, was mit den beiden Mädels so los ist. Ne? Die eine hat wahrscheinlich zu viel giftige Alpromilch genossen und die andere, tja, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt noch nichts ein. Vielleicht fällt euch was ein. Ich freue mich wie immer sehr auf eure Kommentare und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.